So, da bin ich wieder. Sorry, ich musste wirklich dringend auf Toilette. Ich hatte heute sehr viel getrunken gehabt. So, ich mach mal vorsichtshalber das Ding wieder an. Und wir wollten noch mal kurz zurück in das vorherige Gebiet. Da hatten wir noch ein paar Sachen übersehen. Nein! Boah, ich dachte schon. Gut, dass die sich noch eingefangen hat. So, suchen wir noch die anderen Sachen mal. So. Aufnahme läuft. Okay. Muss nur mal kurz sicher gehen, dass die Aufnahme läuft. Genau hier hatten wir. Das heißt nochmal weiter dahin zurück. Müssen ja schließlich alles mitnehmen. Oder wollen zumindest alles mitnehmen. So. Genau, und da vorne. Müsste es schon eines sein. Hat hier was geleuchtet? Nee. Hier vielleicht? Oder unten? Da haben wir schon das Erste. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. So, Soldat-Oni-Verfolger haben wir. So, dann haben wir hier noch einen Geocache. Da noch eins und da noch eins. Dann hätten wir, glaub, ne? Ich glaube, das Gebiet geht noch hier noch ein bisschen weiter, dasselbe Gebiet. So. Obwohl, warte mal. Ah, okay, die Dinger müssen wir kaputt schießen. Ein von 10 Totems. Da ist es. Okay, wie kommen wir da hoch? Kommen wir von hier da irgendwie ran? Nee, das ist, führt jetzt woanders hin. Wie kommen wir an das Geocache? Glaube, wenn wir da gleich rechts rumgehen. Ja, hier. Hier müssen wir rankommen. So, gibt es hier noch mehr von diesen Traumfängern? Oder Geisterjäger-Items, sage ich jetzt mal. Also 10 Stück müssten wir hier finden, irgendwo. Frage ist nur, wo sind sie? So, und
Gleich da vorne müssten schon die nächsten zwei sein. Kommen wir da rüber? Hier unten ist auf jeden Fall nichts. Ah, okay. Das markiert mir schon wohin. Also da oben. So, das heißt, dann den können wir auch so markieren. So, alle Geocaches gefunden. Nice. So, was fehlt uns jetzt noch hier? Abgesehen von diesem Geister-Dings. Nur noch das eine Dokument. Das hier. Diese Geisterfänger hier. Sieht man nicht so gut, hä? Ich dachte schon, ich gehe jetzt drauf. Da haben wir noch einen. Totems, Entschuldigung, Totems heißen die. Finden wir noch eins? Leider gibt es dafür keine Map. Keine Schatzkarte. Da haben wir den nächsten. So, Bambi lassen wir mal am Leben. So, wo haben wir noch so einen? Wohl, warte, wir hatten doch, wenn wir von da, als wir von hier kamen, hatten wir doch auch einen irgendwo gesehen. Meinte ich. Kann das sein? Da. Achso, da können wir nicht mehr zurück. Okay. Also wie viele haben wir jetzt? Vier von zehn Totems. Ich glaube aber unten in dem Gebiet gibt es keine. Ich vermute, hier müsste irgendwo noch einer sein. Und die anderen fünf sind dann in dem anderen Bereich, da wo Whitman ist. Ich glaube, hier lieber nicht runterspringen.
Sind aber auch ein bisschen schwer zu erkennen, muss man sagen. Hat da was geleuchtet? Das hat geleuchtet. Besser für die Bambi. Wo komme ich da hoch? Ne. Wahrscheinlich von hier. So, Klopfer haben wir auch erledigt. Ich glaube, hier gibt es keine mehr. Dann suchen wir mal den Weg weiter. Vielleicht finden wir den Rest erst, wenn wir bessere Ausrüstung haben. Gehe ich mal von aus. Weil man kann ja später die ganzen Gebiete wieder nochmal zurück. Ja, wir machen es auf diese Art. Stürzen und dann wieder auffangen. Sonst gibt es hier nichts, ne? Dann können wir hier auch nochmal die ganzen Traumfänger Toten einsammeln, kaputt machen. Beziehungsweise, wir können auch nochmal gucken, können wir nochmal irgendwie was hier machen? Nee. Waldruinen sind wir. Können aber leider nicht nochmal irgendwo investieren. Genau, das zum Beispiel können wir nicht machen. Axt nicht stabil genug. Eine stabilere Axt wird benötigt. So, ich hoffe, die Wölfe sind nicht wieder da. So, den ersten haben wir. Wo ist der andere hin? Hier spawnt ja alles sofort irgendwie nach. So, ich weiß jetzt noch nicht, wofür wir diese Teile, die da oben sind, brauchen. Die oben links da angezeigt werden.
Also jetzt erstmal gucken, finden wir hier irgendwie was? Noch so ein Totem? Können wir das von hier erkennen? Geht's da weiter? Ne, hier geht's nicht weiter. Da haben wir einen. Okay, da können wir nicht hin. Und hi Chris. Alles klar bei dir? Kann es sein, dass Bergungsgut hier auch respawnt, sage ich jetzt mal? Also kann ich ihn erschießen? Faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Aha. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Axt wieder hinkriegen. So. Und hier haben wir das letzte Dokument. Schatz, bitte, denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen. Versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Ja, der gute alte Whitman. So. Alles klar, Chris. Dann dir viel Spaß beim Fußball schauen. Und mit einer Lurchrüstung wäre denen so viel Schere erspart geblieben. Wer weiß, vielleicht wäre das so. So. Ah, hier haben wir noch ein Lager. Bergungsgut. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. So, Stemmaxt. Ja, komm, 50 kostet das nur. Haben wir verstärkt. Hier haben wir noch nicht genug. Ah, jetzt läuft das, jetzt funzt das. Dann eben schnell zur anderen Truhe. Oh nein.
Wo ist der andere Wolf? Wo kommen so viele Wölfe her? Ach, die macht das immer mit Region Lergier. Jagen Sie in dieser Region, erhalten Sie... Ich wollte das zu Ende lesen. Und Region Lergier? Heißt das, hier kommen keine Wölfe mehr? Man kann eine Region leer jagen? Wir können hier alles ausrotten? Okay, da konnten wir nicht hoch. Schade. Warte mal, da hinten gab es ja auch Wölfe irgendwo, glaube ich. Ah ne, das waren die. Von wo kamen noch Wölfe? Von wegen leer gejagt. Ah nein! So, wo ist der Wolf da? Ach, nur noch wenige Erfahrungspunkte. Okay. Von wegen leer gejagt. Ich krieg hier nur keine Erfahrungspunkte mehr. Alles klar? Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Dann leg los! So, okay. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, Feigling, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Wichser einfach. Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Хочу тут послухать, мочи! Тут им nichts, bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Окружить их! Окружить! Только попробуй рыпнуться. Мочите их!
Okay, können wir die Flucht ergreifen? Ganz ruhig bleiben. Schon dabei. Ich habe jetzt nicht erkennen können, wer das war, der Typ, der erschossen wurde. Wie sieht's aus? Ah, jetzt können die Deutsch. Wo muss ich hin? Nein! Ich wusste nicht wohin. Feuern Sie Pfeile an. Ah, okay. Ah, ich glaube, ich sehe schon wohin. Da lang. Okay. Von oben kommt jetzt keiner. Was siehst du? Hier ist alles klar. Ich weiter den Berg rauf. Dann bringt den Rest oben. So, hier entlang. Ja, du mal sprechst ja. Guck mal. Oh nein, nicht der Russe. Lass меня, не уйдет. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я не хочу. Warum will ich immer X drücken? Она тоже была порадочной стервой. Я. Инди Айя! Найн! Ком! Зо, дер ист тот. Ich hatte ganz knapp die Chance gehabt, ihm in die Eier zu schießen. Der Typ hätte es verdient gehabt. Ich glaube, der wollte mit Lara Sachen anstellen, die... Ja, besser, ich gehe da nicht weiter ins Detail an. Ah ja, stimmt, das war ja Laras erster Mord, ne? Oder erste Tötung an einem Menschen. Halbautomatische Pistole. Ich habe da keine Muni. Kann ich nachladen? Keine Munition mehr. Ah, okay. So kann ich wechseln. Habe ich auch keine Muni? Ja, super. Wie soll ich jetzt mehr Leute töten können? Ohne Munition? Ich gehe mal davon aus, dass ich da lang muss. Valhalla. Ne, der ist in Valheim. Da ist er gelandet. Da baut er jetzt seine Base. Ah, Muni. Da ist noch eine. Die ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Triff den doch, du. Hab ich noch Muni?
So. Und da waren es 3 Tote. Schuss, perfekt. Okay, zurück können wir nicht mehr. Oder? Gibt es da irgendwie noch einen anderen Weg? Jetzt sind alle 3 in Valheim. Komm. Was ist das denn für ein Fall, der da durchgehen konnte? Ah, nice. Kopfschuss, nice. So. Hoppala. Aufgeladener Schuss? Wo können wir einen aufgeladenen Schuss nutzen? Ah, hier. Was war es denn? Wieder ein Kanker? Nein, sah eher aus wie ein Bomben. Das heißt gutes Material. Wir werden es bald wissen. Eine Crew schleppt es gerade rein. Nice. 2 Kopfschüsse. Geil. So. Hier auch nochmal looten. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. So. Ich gehe erstmal hier hoch. So, den nehmen wir mit. Gibt's da noch Leute? Da hinten sehe ich Leute, also da hinten sehe ich Licht. Ich springe einfach zu gerne, merke ich. Ah! Ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Schnelle Reise. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Okay, schnelle Reise. Nutzen Sie schnelle Reise zum Erkunden bereits besuchter Gebiete und zum Sammeln versteckter Belohnungen. So. Ja, ich möchte aber keine Schnellreise jetzt machen. Wir sind hier. Aber ich will hier jetzt nochmal. So, was kann ich hier machen? Sicherer Schuss. Sind Sie konzentriert? Haben Sie mehr Zeit, um mit Ihrem Bogen zu zielen? Oder setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein? Können Sie mehr Munition transportieren? Würde ich das hier machen? Mehr Munition ist besser. Wie sie für ihre Waffen mutführen können, haben wir verbessert.
So, Ausrüstung. Kann ich sonst noch irgendwas verbessern? Den Bogen. Das kostet 250 und das hier 200. Pistole. Erweitertes Magazin. Belüfteter Schlitter. Eine Rückschusskompensierung, die die Präzision und den Schaden erhöht. Rücklaufbremse. Ah, okay, dafür brauche ich den belüfteten Schlitten. Schnellfeuermodus. Nee, ich würde erstmal den hier machen. So, hier habe ich keine Upgrades mehr. Ich kenne nur Reisen nach Jerusalem. Kenne ich auch. So, was ist das hier? Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. So. Okay, ich würde jetzt aber einmal ganz kurz hier eine Spieloption. Wo haben wir das? Die Lautstärke vielleicht ein bisschen runtersetzen. Weil, die Dingens, wo ist Soundeffekte und Dialoglautstärke? Nee, dann lasse ich das mal. Ich mache aber dann vielleicht mal die Untertitel an. Würde ich mal sagen. Damit man versteht, was die sagen. Auch. Ich finde es doof, dass man die Sprache und die anderen Soundeffekte hier nicht separat einstellen kann. Die Lautstärke. So, Ablenkung. Schießen Sie Pfeilen an Mauern in der Nähe von Gegnern, um diese abzulenken. Vielleicht gibt's da eine kleine Jagd. Nein, Vater mit Freie seid ihr nicht das sehen. Wir sollen uns raushalten. Was? Warum? Weiß nicht. Vielleicht noch ein Mädchen für das Ritual. Heute Abend. Ja, was war das? Vielleicht hier drüben. So. Nee, ich, ob du es glaubst oder nicht, ich mag eigentlich gar keine Fußbilder. Denn Fußbilder sind eigentlich, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, die hässlichsten Körperteile, die man haben kann. Füße. So, da finde ich anderes deutlich angenehmer anzusehen. Ich mache nur halt gerne Späße, was Füße angeht. Aber auch du, herzlich willkommen, Freddy. So. So. Glaslaternen. Der Stream läuft schon Stunde 47. Aber ist das noch Tutorial? Ich glaube nicht. Es ist noch relativ weit am Anfang, ja. Lautloser Kill. Nicht.
das da eine gute Idee? Wer hat mich gesehen? Wo hat mich wer gesehen? Oh. Ach, da oben. Oh, scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Da lebt er immer noch. Alter, das Feuer. Ich glaube, das war ein Fehler. So, gibt's hier noch mehr zum Looten? So, hier gibt's bestimmt noch irgendwo irgendwas. Hier. Das sieht danach aus. Kann ich hier rein? Das Aus für Grompel. Ich frage mich, was wohl in dieser Folge passiert. Oh, das ist eine gute Frage. Und ja, mir geht soweit ganz gut. Ich muss irgendwie die ganze Zeit, weil ich zu viel davon saufe, heute, die ganze Zeit irgendwie so, sagen wir mal so, da will ein bisschen Luft aus dem Körper. Aber... ich versuche das irgendwie zu unterdrücken. Dass das kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Ein von zwei Fächern aus der Edo-Periode gefunden. So, da stand jetzt aber nichts, dass da noch ein Hinweis ist. So, kann ich eben meine Fackel hier irgendwo anzünden? Hier zum Beispiel. Nice, dann kann ich das da niederbrennen. Wir müssen hier unbedingt immer alles anzünden. Die Welt soll hier ja in Flammen stehen. Drücke immer Y. So, und was ist damit? Kann ich das da auch? 3 von 5 Laternen zerstört. Hier muss ich Laternen zerstören. Okay, vorhin waren es Traumfänger, hier Laternen. Ich muss hier alles kaputt machen, ne? Ich glaube, für was anderes ist auch Lara nicht bekannt. Ein Gunbai. Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. So, 2 von 2 Reliquien. Nice. Okay, hier gibt's sehr viele. Gibt's hier noch mehr? Darunter will ich jetzt nicht so springen. So. Ich glaube, da komme ich nicht mehr hin. Zumindest jetzt nicht auf der Stelle. Oder auf die Schnelle. Hätte ich vielleicht vorher... Oh, hier haben wir was. Oder warte. Jetzt haben wir den Geocache. Okay, da können wir nicht mehr rein. Die Chance ist verspielt. Na komm.
Und hier. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unsere Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Okay, und spätestens hier müsste uns eigentlich klar sein, dass wir ihm nicht mehr trauen können, den Matthias. So. Ich schaffe es. Wie schnell die sich da... Okay, das Spiel ist abgestürzt. Ist hängen geblieben.